Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Go! Bowser Kids und dann kommt Bowser selber oder so. Krieg ich auch noch eins? Danke. Oh, guck mal, eins der neuen Items. Naja, mehr oder weniger neu. Ach stimmt, das Flughörnchen. Hier ist schon mal Bowser Junior. Oh, verdammt, ich hab's schon wieder verloren. Genius! Ja, wieso, ich hab ihn doch erwischt? Ja komm, triff mich doch, Bowser Junior. Ach komm schon. Ach scheiße. War auch herausgefordert. Ja, man kann auf spitzen Sachen Spinjump machen. Ich kann nicht. Wie geht der Spinjump? Wenn du auf was Stacheliges springst, musst du diesen Drehsprung machen. Dann spinnst du von denen ab. Ah, wenn du den in der Luft machst, also hier den da, dann fliegt er nach oben. Ich weiß, das ist das Hörnchen. Ich wollte gerade Hühnchen sagen. Nein, ich will doch nur da hoch, geh doch endlich mal weg, ey. Du blödes Eichhörnchen. Wenn du einfach nur B gedrückt hältst, wollte ich sagen. Wenn du einfach nur B gedrückt hältst, dann geht der. Also wir sehen jetzt einmal jeden Boss. Dann schwebt der ein bisschen. Oh. Was war das gerade? Ein Hörnchen. Nein! Scheiße. Das Schöne an dem ist, der wirft nur Bälle, die dich schubsen. Der kann der nicht. Ich wollte Spinjump machen, aber ich habe ihn nicht getroffen. Nein, ich wollte nicht von. Muss ich jetzt alle nochmal neu besiegen? Nein. Das sind, obwohl, okay, kann schon sein, dass die pro Raum neu spawnen, wenn das keine neue Ebene ist. Ich habe Lemmy übrigens schon umgebracht. Übrigens, das weißt du vielleicht nicht, mit dem Hörnchen kannst du an der Wand kleben. Wendy, als nächstes habt ihr schon mal einen Hit gegeben. Oh, da fällt Eis von der Decke. Jetzt leckt's wieder ein bisschen. Du darfst nicht stehen bleiben wegen den Eiszapfen. Komm! Die holen wir uns! Die Olle! Oh Gott, war das knapp! Hab sie! Ich glaub an dich! Oh, ein Checkpoint! Meins! Danke! Ach, schade! Meins! Du wusstest genau, was ich vorhatte! Ja! Auf den Piranha-Pflanzen kannst du auch Spin-Jumpen. Echt? Okay. Na, guck. Genauso auf den Kettenhunden. Auf denen kannst du alles Spin-Jumpen. Auf dem Mampfern kannst du aber zum Beispiel nicht Spin-Jumpen. Das sind diese schwarzen Dinger, die auf dem Boden so nach oben beißen. Ah. Also die, die Pflanzen. Also, meinst du? Mancha heißen die. Hab ihn! Okay, ich spawn bei dir. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade Morten vom Gesicht. Der gräbt sich durch den Boden. Kannst du mal aufhören, immer in die Lava zu springen? Nein. Lava ist toll. Ist hier so kalt? Fuck! Der hat sich genau in dem Moment eingegraben, als ich auf ihn drauf springen wollte und bin deswegen in die Lava rein. Warum nimmst du dir nicht das Item mit? Wir haben schon dieses Privileg. Bist du schon wieder reingefallen? So, wo kommt er raus? So. Roy braucht noch einen Hit. Ich weiß nicht, ob der schon wieder rausgeflogen ist. Er ist schon wieder rausgeflogen. Hol ihn hier! Ja, du hast ihn besiegt. Mein Schlüssel. Sorry, Leute, aber das musste sein.
Don't! Das war Teamwork, wie wir Morten getötet haben. Ja, das war wieder ich. Das war wieder kein Teamwork. Wieso? Wir haben gemeinsam die Tür geöffnet. Ich weiß noch, wie er heißt. Er war Ludwig. Im Übrigen, wenn keiner mehr im Raum ist, dann werden die resettet. Also dann haben die wieder volles Leben. Hab ich mitgekriegt. Ist schön, dass du immer wieder aus Discord einfach raus bist. Der PC kommt aufs Internet nicht klar, habe ich das Gefühl. Zur Not ein LAN-Kabel besorgen. Ach so, wir können einfach weitergehen. Wir müssen die gar nicht nochmal bekämpfen. Ja, einmal geöffnet, bleiben die Türen offen. Nur den Boss muss man halt im Raum neu machen. Am Ende kommt nochmal ein Raum mit Bowser. Vermutlich. Bowser und seine ganzen Kinder. Nein! Ich wollte dich auf ihn drauf werfen. Der ist der Einzige, der so in der Luft rumflattern kann, das nervt. Das ist richtig. Nein, ich will jetzt nicht sterben. Hab ihn! Nein, ich wollte noch das Ding. Ja! Money! Geld! Meine Geldwünsche werden alle befriedigt. Na gut, du siehst es nicht mehr, weil ich mir schon alles gegönnt habe. Der Raum war voller Geld. Ich wusste es! Bowser! Und zwei Boom-Booms, aber sie sind direkt in die Lava. Das ist einfach vorbeigesprungen. Ich bin genau über der Axt gespawnt. Wow. Aber guck mal, wir haben ein Level geschafft. Das klappt deutlich besser als lokal. Oh, ich sehe das Geheimnis. Hä? Fischi, fliegender Fisch. Okay. Ich kenne mir auch mal einen Pilz, ne? Ich weiß nicht, was das jetzt gerade hier sollte. Hä? Ach so, lol. Das ist ein Level, wo du umgedreht spielst. Oh Gott. Ist der Mond gut? Der Mond, der ist gut. Nein! Ja, du musst gerade echt umgedreht denken. Oh, das ist doch kacke. Hilfe! Warum bist du jetzt runtergesprungen? Ich bin nicht runtergesprungen, die Platten da haben mich runtergeschoben. Nein! Du musst den Knopf dort drücken, auch wenn es dir vom Anblick her nicht gefällt. Ich bin daneben gesprungen. Ich auch. Ich hab auch kleinen Ruckler. Ich habe immer noch drei Balken. Und du? Ich habe noch alle Balken. Nein, ich bin dagegen gesprungen. Scheiße. Zack! Okay, ich bin sogar drüber. Ich hab's gesehen. Der Mond macht, dass alle Gegner, die gerade da sind, sich in eins abverwandeln. Wenn du den triffst. Scheiße. Diesmal habe ich sogar extra noch so ein bisschen in der Luft innegehalten, ne? Mhm. Was steht da? Hey. Have fun. Ach, have? Das ist ein V. Ich spring wieder vorbei. Ja! Ich bin noch da gespawnt. Ne? Warum? Warum nicht? Titel des Videos. Shining und Sunrider schaffen keinen Sprung. Okay, ich hab's endlich drauf geschafft. Tschüss, du Loser. Nein. Ich hatte kurz Angst. Da ist eine Goomba-Armee. Ich hab einen Safe-Spot gerade. Oh, ich hab den Mond. Okay, komm zu mir. Hier ist gerade safe. Hier muss man, glaube ich, ein bisschen warten. Legs! Nicht! Es macht den Weg frei. Ich glaube, warum ich hier so dösig rumstehe. Übrigens, da kommt der Helm raus. Also, falls du drunter gleich stehst, kannst du vielleicht auch noch einen ergattern. Sobald der da weg ist. So, jetzt müsste einer rauskommen, wenn du drunter stehst.
kommst übrigens leichter durch als ich. Ja, weil du noch klein bist. Ich muss mich so reinsliden. Wollte gerade sagen, mach nicht unsere Lebensexistenz kaputt. Ein Checkpoint! Wie soll ich da reinkommen? Boah, jetzt muss ich schon wieder diese komischen Hüpfer machen. Oh nein, please. Ja, geil. Ach, Bock, ja. Oh, dieses Level, das regt mich auf. Hilfe! Ach, da ist ein Pilz dazwischen. Ob der hier wirklich vom Vorteil ist? Ich hätte getroffen, aber ich hätte den Knopf ausgedrückt. Okay, einfach durchspringen, um versuchen, auf der Mitte zu landen, funktioniert auch nicht. Oh, Mann. Ich könnte ja mal versuchen, dich zu nehmen, versuchen, auf den zweiten zu kommen. Dann springe ich einfach vorwärts. Und sobald ich irgendwie runterrutsche, schmeiße ich dich einfach rüber. Mich aber was. Ja. Ja, du darfst nicht laufen. Ich bin runtergefallen. Oh, wieder. Oder ist, muss ich jetzt sagen, raufgefallen? Nein, ich wollte es nicht schmeißen. Hä? Achso, ich muss es wirklich schmeißen, alles klar. Wie kann man nicht eigentlich greifen? Genauso wie es bei den anderen Spielen machst. Ich lebe noch! Ja, ich auch. Aber verdammt! Tschüss! Tschüss. Weiß jetzt nicht, wie ich das nennen sollte. Wie heißt das Level? Kannst du das übersetzen? Lassen Dunst! Ich kann auch noch nicht so gut Chinesisch wie du. Oder was, Japanisch? Ich glaube, es war Japanisch. Ich glaube, das ist eine Map, die wir eigentlich nicht gegeneinander machen sollten. Wir müssen diese scheiß Münzen kriegen. Shit. Okay, die Tür links unten, die ist blöd. Ich habe eine der Münzen, aber ich steck fest. Hilf mir. Nein! Ja, ich muss mich umbringen. Das Gute daran ist, man spawnt automatisch. Hast du schon eine Münze? Ich habe auf dich geguckt, nö. Okay, ich habe zwei. Scheiße, ich hab nicht mal eine. Ja, die zählen für uns beide. Nein, tun sie nicht. Jetzt muss ich auf diesen einen Stein da warten, oder wie? Ja. Okay, ich hab gleich die dritte. Ich bring mich einfach um, ich hab keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zurückzulatschen. Und mir ist der Input-Delay gerade vollkommen egal. Jetzt fehlt nur noch die eine Münze. Ja, die habe ich schon. Nur die hier oben rechts fehlt. Ja, wie gesagt, wir teilen uns die nicht. Doch, spielen welche gegeneinander. Also, nein, im Gegeneinander nicht. Sonst würde mir ja angezeigt werden, dass ich noch rote Münzen bekommen habe. Ja, mir werden auch nicht da oben angezeigt. Ich habe auch nur die roten Fragezeichen. Ach so, okay. Damit man nicht weiß, wie viele andere schon eingesammelt hat. Siehst du? Ah. Du hast jetzt aber die Sieg-Condition. Wenn ich die jetzt auf den Kopf springen würde, dann könnte ich mir einfach den Sieg einfach klauen. Beziehungsweise ich könnte mir den Schlüssel von ihr mopsen. Ich warte übrigens vor der Tür, die ist in der Röhre. Komm. Versuch dir auch nicht, den Schlüssel zu klauen. Keine Sorge. Ist klar. Geier. Nein, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich komme nicht mehr an den Schlüssel. Ist der in den Raum dort gefangen, oder wie? Ich bin in die Lava gesprungen. Och nee. Okay. Nee, ich bin einfach nur zu dusselig zum anständig springen. Wow, genau. Er kommt dann einfach genau zu dir, ist klar. Tschüss! Hier geblieben! Ich hab die Auto weggemacht! Verpiss dich! Ah, dich. Hallo?
Mario, da rein bitte. Du musst Luigi kriegen. Na? Arschloch. Na? Ja! Das war so klar. Das war so klar, dass das jetzt passiert. Als du im Weg saßt, ne? Ja, als ich im Weg saß, dachte ich mir, scheiße, der wird das Ding jetzt zünden, wenn ich drüber laufe. Ich hab nur gewartet, bis du gespawnt bist. Ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich hätte es nicht anders gemacht. In der Hinsicht sind wir gleich. Ja, das war die erste Duo-Folge. Bis zur nächsten.